Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wie soll ich mich freuen, wenn ich so viele Probleme habe, so viele Herausforderungen? Wenn wir bitten, erfahren wir Gottes Hilfe und Lösungen für unsere Probleme. Und das löst völlige Freude in uns aus. Und die Freude in deinem Herzen ist wichtig. Eine freudige Gewissheit, der Herr hilft mir. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Das Thema heute ist Freude. Und zwar nicht irgendwelche Freude, sondern Freude, die bleibt. Etwas anderes als eine kurze Freude, zum Beispiel, wenn man ein Geschenk bekommt oder ein Stück Schokolade. Ja, eine Freude, die tiefer geht. Doch nicht jeden Tag ist uns zum Freuen zumute. Du denkst vielleicht, worüber soll ich mich denn freuen? Mir geht es so schlecht. Meine Umstände, Gesundheit, alles läuft schief. Ich bin so kaputt. Ich weiß nicht mehr weiter. Worüber soll ich mich denn freuen? Und diese Freude, an die du jetzt denkst, die kommt aus unseren Emotionen. Mal freuen wir uns, mal sind wir betrübt, je nachdem, was uns gerade begegnet. Aber die Bibel spricht von einer anderen Freude. Nicht eine Freude an dem, was du hast oder wenn du etwas bekommst oder wenn es dir gut geht. Keine momentane Gefühlswallung, die in einem Moment wieder weg ist. Freude ist eine Frucht des Geistes. So wie wir das in Galater Kapitel 5 auch lesen. Und diese Freude lässt sich in unserem Herzen nieder und diese Freude bleibt. Es ist egal, wie deine äußeren Umstände sind, diese Freude bleibt in deinem Herzen. Sie ist nicht von deinen Umständen abhängig. Freude ist eine Frucht und eine Frucht muss wachsen. Und was braucht man dazu? Einen Dünger. Und so einen Dünger habe ich euch hier mitgebracht. Und unschwer zu sehen ist, da sollen Früchte wachsen. Und düngen muss man regelmäßig. Und ich habe den vorgestern gekauft und der war nicht billig. Freude kostet etwas. Freude ist nicht billig zu haben. Freude kostet Zeit und Geduld. Freude muss wachsen. Und dafür brauchen wir einen Freudedünger. Und da steht auch noch auf dieser Packung, sofort wirksamer Volldünger. Und das ist das, was wir brauchen. Und wisst ihr, was so ein Volldünger ist? Johannes 15, Vers 11. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und wenn du das einnimmst, in dich hinein, dann wächst diese Freude. Das ist so ein Dünger, wo diese Freude wachsen kann in deinem Herzen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft und unsere Freude wird vollkommen, wenn wir das Wort in uns aufnehmen. Das ist Volldünger, das Wort Gottes. Freudedünger. Wenn wir das aufnehmen, kommt Freude in unser Leben und es verändert uns von innen her.
und wir sehen viele Dinge dann mit anderen Augen. Johannes 16, Vers 24. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Empfange das, was Gott für dich hat. Wenn wir bitten, erfahren wir Gottes Hilfe und Lösungen für unsere Probleme. Und das löst völlige Freude in uns aus. Wenn du eine Lösung hast für dein derzeitiges Problem, da freust du dich doch, oder? Und Gott hat Lösungen für unsere Probleme. Er hat Hilfe für uns. Gottes Wort erzeugt im Herzen der Menschen Freude, Frieden, Leben, Gesundheit, Überfluss. Satans Lügen dagegen erzeugen Sorgen, Mangel, Tod, Leid und Krankheit. Und hier sehen wir auch, warum Satan so sehr darauf bedacht ist, uns das Wort zu stehlen. Er weiß genau, welche Kraft in unserer Freude liegt. Wenn wir das Wort in uns aufnehmen, lesen oder hören, dann wächst die Freude in uns. Und der Teufel weiß das ganz genau. Und deshalb will er dich immer abhalten vom Wort. In Nehemia 8, Vers 10, da steht, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft bzw. Stärke. Und in verschiedenen Übersetzungen heißt es, dass diese Freude unsere Kraft, unsere Stärke, unser Schutz und Zufluchtsstätte ist. Und dies alles haben wir, wenn diese Freude in unserem Herzen wohnt. Einfach gesagt, Lösungen für unseren Alltag, Hilfe, die wir von Gott bekommen, für unsere Probleme, und da ist alles enthalten. Und der Teufel will uns das immer streitig machen. Und wenn er das kann, ist uns die ganze Basis entzogen. Wir werden niedergeschlagen, mutlos und hoffnungslos. Der Teufel will dich immer abhalten, die Bibel zu lesen. Er will dich abhalten, in den Gottesdienst zu gehen und abhalten, zu beten. Ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Und die leise Stimme im Hinterkopf, du hast keine Zeit dafür. Das und das und das musst du noch machen. Kennt ihr das? Sobald wir Gottes Wort empfangen, sind wir eine Gefahr für Satan. Und du kennst bestimmt das Gleichnis in Matthäus 13, Vers 18 bis 23. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Und da heißt es, der Böse kommt und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Was ist in dein Herz gesät? Freude? Dann lass dir diese Freude nicht rauben. Vers 20. Wo aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Und deshalb, wenn wir noch keine Wurzeln gefasst haben, brauchen wir Freudendünger, damit wir diese Wurzeln, dass diese Wurzeln ausgebildet werden. Und wenn wir das Wort aufnehmen, entsteht Freude. Wenn wir aber nicht weitermachen, entwickeln wir keine Wurzeln und wir verlieren diese Freude wieder. Der Dünger fehlt. Und wenn wir die Freude verlieren, macht das Platz für Verdruss, für Anstoß und für Kritik, so wie wir es hier in diesem Bibelvers lesen. Das ist genau die Praxis. Im nächsten Vers heißt es,
Wenn das Wort erstickt ist, bringt es keine Frucht. Was soll wachsen, wenn der Same tot ist? Wenn es erstickt ist, das Wort, wächst nichts, keine Frucht, auch nicht die Frucht der Freude und die anderen Früchte. Wir brauchen diesen Freudendünger in Form von Gottes Wort, jeden Tag. Sonst kann in unserem Leben nichts wachsen. Ein solcher Freudendünger ist auch unser Bibelleseplan, der auf YouVersion im Internet oder auf der App zu finden ist, jeden Tag. Dort kann man bei Leseplänen nach Missionswerk suchen, Bibelleseplan, lebe voller Freude. Und das ist doch der Sinn des Ganzen, dass wir leben voller Freude. Aber wir müssen diese Freude auch haben in unserem Herzen und sie muss wachsen. Und da können wir viel dazu beisteuern. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen. Durch diese Freude, die wir haben im Heiligen Geist, sind wir ein Vorbild für alle Gläubigen. Der Heilige Geist lässt diese Frucht in uns wachsen. Und wir werden zum Vorbild. Wenn andere Menschen sehen, dass wir diese Freude im Herzen tragen, auch wenn es uns mal nicht so gut geht, dann sehen sie, dass es auch anders geht. Wir lesen hier, dass wir in Bedrängnis die Freude nicht verlieren, sondern im Gegenteil, sie wird stark dadurch. Das Resultat von Herausforderungen und Prüfungen ist Freude. Du fragst dich, wie soll das gehen? Wie soll ich mich freuen, wenn ich so viele Probleme habe, so viele Herausforderungen? Und inmitten von Anfechtungen sagt der Prophet Habakuk in Kapitel 3, Vers 18: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Und die Gute Nachricht übersetzt diesen Vers so: Und doch kann ich jubeln, weil Gott mir hilft, was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Und so können wir uns trotzdem freuen, auch wenn wir in Bedrängnis sind, weil wir wissen, dass Gott uns zugesagt hat, dass er uns nicht im Stich lässt. Was Gott zu dir zusagt in seinem Wort, erfüllt dich mit Freude. Auch David hatte dies begriffen und sagt in Psalm 16, Vers 11: Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und diese Erkenntnis zieht sich durch die ganze Bibel. Über alle Jahrtausende hinweg. Das ist ein Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Diese Freude im Herzen, die uns nicht missmutig macht, die uns nicht herunterzieht, die uns nicht Anstoß nehmen lässt und so weiter. Diese Freude im Herzen, wo wir wissen, dass Gott da ist, dass er uns hilft und dass er uns nicht im Stich lässt. Jakobus sagt im 1. Kapitel, Vers 2: Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Habt ihr diesen Bibelvers auch schon gelesen und gedacht? Naja. Auch Jakobus hat erkannt, dass wir uns sogar in der Prüfung bzw. Anfechtung freuen können. Und wisst ihr warum? Weil wir Lösungen bekommen.
weil wir wachsen im Glauben, weil wir uns verändern und weil unsere Freude dadurch vollkommen wird, weil unsere Freude wächst in ihm, unsere Freude in ihm. Der Prophet Jeremia hat die gleiche Erfahrung gemacht. Jeremia steckte in Schwierigkeiten. Er beklagte sich bei Gott. Warum bin ich überhaupt geboren, sagt er. Ist doch alles nichts. Man feindet mich an und man streitet mit mir. Und er beklagt sich über sein Amt. Jeremia 15, ab Vers 15. Ach Herr, du weißt es. Gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Lass mich nicht hinweggerafft werden, während du deinen Zorn über sie noch zurückhältst, denn du weißt, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Hast du so etwas auch schon gedacht? Herr, strafe sie doch. Herr, denk an mich und räche mich. Ich habe von dir erzählt und habe dich bezeugt. Und jetzt das. Ich bekomme nur Schläge obendrauf. Und was Jeremia im nächsten Vers sagt, ist sehr interessant. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaut. Jeremia besinnt sich. Er erkennt die Wahrheit. Das Wort Gottes ist unsere Speise und unser Trost und unsere Freude. Dieses Wort von Jeremia sagt eigentlich alles aus. Unsere Speise, unsere Kraft, unsere Freude, unser Trost. Und trotz dieser Erkenntnis hat Jeremia das getan, was wir oft auch tun. Er hat gehadert mit Gott. Vers 18. Warum währt doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Das sagt ein Prophet. Und er sagt hier, warum nimmt mein Leiden kein Ende? Warum heilen meine Wunden nicht? Du lässt mich im Stich, obwohl ich meine Hoffnung auf dich gesetzt habe. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere von euch, genau so ist es. Und hört genau zu, was Gott dazu sagt. Vers 19 und 20. Und das ist aus der Gute Nachricht. Das sagte der Herr zu mir: Wenn du zu mir umkehrst, nehme ich dich wieder an und du sollst wieder mein Diener sein. Wenn du nicht mehr solchen Unsinn redest, sondern deine Worte abwägst, dann darfst du mein Mund sein. Hör nicht auf die anderen, sondern sieh zu, dass sie auf dich hören. Du wirst diesem Volk wie eine Mauer gegenüberstehen. Sie werden gegen dich anrennen, aber sie können dich nicht bezwingen. Denn ich stehe dir zur Seite, um dich zu schützen und zu retten. Gott sagt zu Jeremia, du bist total verkehrt, du musst umdenken. Hör nicht auf die anderen. Und Gott verspricht ihm, dass er bei ihm ist, dass er ihm hilft und dass er ihn errettet vor seinen Widersachern. Jeremia spricht im Unglauben und Gott ermahnt ihn. Wenn du zu mir umkehrst, nehme ich dich wieder an. Das heißt, du bist falsch gelaufen,
kehr um. Und weiter sagt Gott, wenn du nicht mehr solchen Unsinn redest, sondern deine Worte abwägst. Das heißt, wenn du nicht im Unglauben redest und dir überlegst, was du sagst, dann kann ich dich gebrauchen. Das sagt Gott zu einem Propheten. Und manchmal ist es auch bei uns so, dass Gott das sagen muss. Rede keinen Unsinn. Überleg dir, was du sagst. Rede nicht im Unglauben. Lass dich nicht von deinen Gefühlen beeinflussen, beziehungsweise von deiner Seele überrumpeln. Wie schnell sind wir aufgebracht und wie schnell verlieren wir unsere Zuversicht? Lass dich nicht von deinen Gefühlen beeinflussen. Warum? Weil es dich herunterzieht. Unglaube bringt keine Lösungen hervor. Unglaube bringt Entmutigung. Lass dir deine Freude nicht rauben und bleibe im Wort bzw. in ihm. Lass dich nicht abbringen, sondern halte fest an Gottes Wort. Jeremia wurde ungeduldig in der Anfechtung. Die Zeit des Wartens war ihm zu lang. Er sagte zwar, dein Wort ward meine Speise, meines Herzens Freude und Trost, aber, dieses Aber, warum nimmt mein Leiden kein Ende? Hadern mit Gott. Der Teufel darf unseren Glauben prüfen, in der Zeit des Wartens auf die Erfüllung von Gottes Zusagen. Es ist Gottes Zeitplan und nicht unserer. Wir wollen immer alles gleich und schnell haben, aber Gottes Zeitplan ist anders. Aber was unumstößlich ist, seine Hilfe ist da. Und er verlässt dich nicht. Und er wird dich auch nie im Stich lassen. Aber sein Zeitplan ist anders. Unser Glaube wird geprüft werden. Das Wort Gottes bringt Freude. Und glaubst du etwas anderes als an das Wort, verlierst du diese Freude. Gott versucht uns nicht. Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Viele unserer Probleme verursachen wir durch unseren eigenen Mund. Wenn wir immer die Worte gebrauchen, die den Tod in sich bergen, wird dies uns schließlich zerstören. Der Teufel ist ein Lügner und er versucht immer, das Wort Gottes zu verdrehen. Und viele Menschen sind darauf schon hereingefallen. Er führt ja immer deine Umstände vor Augen. Schau auf dies und schau auf jenes und wie groß ist doch dein Problem. Satan kann dich nur besiegen, wenn du vom Wort Gottes ablässt. Und wenn du daran festhältst, hast du Freude und dann bekommst du Lösungen deiner Probleme in der Anfechtung. Unsere Freude soll vollkommen werden und die Freude in deinem Herzen ist wichtig. Eine freudige Gewissheit, der Herr hilft mir. Die Frucht der Freude muss wachsen in deinem Leben, zu einem Lebensstil werden. Und das, was in der Bibel steht, hat Gott dir versprochen. Lass nicht ab und schau nicht auf die Umstände. Keine kurzfristige, aufgesetzte Freude, sondern Freude im Herzen. Nicht eine Freude, wie die Welt sie kennt, sondern eine dauerhafte Freude, die bleibt. Wir brauchen keine künstliche Freude. Die Freude des Herrn wird bleiben in unserem Herzen. Sie wird ein Lebensstil sein,
oder werden. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.